This band's music is so great. Ja, die machen einen richtigen Personenkult raus. So. Das ist dann fast schon peinlich manchmal. A lot of German metal bands have a good melody, which we miss from American music right now. Das Essen, die Mentalität, die Kultur, es ist ja alles ganz anders, fremd, unverständlich, aber es ist auch faszinierend. Hallo Leute, wir sind die Jungs von Rage, ich bin der Sven. Ich bin der Pivi. Ja, wie ihr uns schwer erkennen könnt, befinden wir uns hier in Japan. Wir sind hier auf Tour. Will heißen, ihr seht heute Abend Live-Sequenzen aus dem Club Shitter in Tokio. Unsere Freunde von Grave Digger sind auch mit dabei. Und unter anderem haben wir auch noch Videos für euch ausgesucht, den ganzen Abend lang. Ja, da wollen wir mal anfangen mit unserem neuen Rage-Clip, Deep in the Blackest Soul. Geht ja allen deutschen Metal-Bands so, dass sie hier weitaus mehr verkaufen als im eigenen Land. So. Diese Musik ist halt hier mal vor ein paar Jahren zum Boom geworden, wie so ein Modetrend sozusagen. Hat sich zwar auch mittlerweile ein bisschen stabilisiert, wird nicht mehr jede Band gleich so groß hier, aber es hält halt immer noch ein bisschen an. Und das ist halt der Unterschied zu Deutschland, wo dieser Trend eben schon seit fast 10 Jahren vorbei ist. Oder? Was sie auf jeden Fall haben wollen, ist schnelle Musik und melodische Musik. Die wollen was zum Mitsingen haben und das muss richtig abgehen. Zutaten für ein erfolgreiches Japan-Album sind relativ einfach. Alles schön schnell halten. Schöne Mitsingmelodien machen, so die üblichen Tralala-Dinger, so, ich sag mal, Freude, schöner Götterfunken mit irgendeinem Glory-Text so. Und am besten auch einen hohen Gesang dazu. Da stehen die dann auch völlig drauf, der ist so ein richtig schöner Jodelsänger. Aber es liegt uns halt auch nicht so, das jetzt so zu machen, weil wir doch die Musik letztendlich erstmal aus Freude an der Sache machen. Und also so ganz so prostituieren möchte ich mich da auch nicht. Benehmen sich ein bisschen seltsam hier in unseren Augen, sind also sehr unterwürfig irgendwie auf eine Art. Du musst denen auf eine CD 5 mal ein Autogramm draufschreiben, die machen irgendwie an jeder Ecke ein Foto von dir, die sie dir danach auch alle schenken. Also ich habe mittlerweile Tonnen von Fotos, wo ich irgendwie an irgendwelchen Bahnhöfen stehe oder aus irgendeinem Hotel rauskomme und so. Ja, ist halt anders als in Europa. Jetzt ist wieder Zeit für ein Video und ich habe mir einen Clip ausgesucht von meiner absoluten Lieblingsband im Augenblick, von ihrem neuen Album October Rust. Hier ist Tabu Negativ mit My Girlfriend's Girlfriend. It was 1987 we started releasing Halloween products. That was Keeper One. And half a year later, the band toured here. And they got a huge success here, you know, since then. And we started releasing another German metal acts from 1990.
Noisy International label deal, you know. And then we started to release another bands like Blind Guardian, Heaven's Gate, blah, 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 you know. And we did a kind of campaign named German Power Metal Campaign, you know, and which brought us a big success, you know. In Japan, I mean, the definition of metal would be something that may be called old-fashioned metal in Germany, maybe to some people. For instance, like Rage Against the Machine is not considered metal here. It's considered pretty much towards alternative music. The one thing which is very attractive to Japanese metal fans is melody from German metal, you know. A lot of German metal bands have a good melody, which we miss from American music right now. You know, your music is, I think your music comes from, a lot comes from, you know, classical music, which has a lot of, you know, melody factors, you know. And American music comes from rhythm, you know, which is a difference, I think. クラブ自体お越しのお客様ご案内いたします、本日はチケットに書いてあります定義番号順のご入場となります、クラブ自体チケットを取られた方、優先約ですね1番から300番までの方向かって左側の方にお並びください。ですねこれを使ってですね、今日のお客様を並ばせます、一応整理番号順という入場ですので、チケットに書いてあります、順番に並んでもらうために使います。はい、以上です。360番までの方、370番までの方Plattenfirmen wollen halt versuchen halt hier immer so ein bisschen diesen Rockstar-Status, sag ich mal, aufrechtzuerhalten. Das ist eine Sache, die wir gar nicht gewöhnt sind eigentlich von Hause aus, von zu Hause, weil wir keine Berührungsängste mit unseren Fans zu haben. Deswegen geraten wir auch hier öfter mal in Konflikt mit unseren A&R-Leuten von der Plattenfirma, wenn wir einfach zu offen mit den Leuten umgehen. So, dann kommen die immer angerannt und holen die Leute da weg und so. Und nein, es gibt da keine Autogramme und so, ne? Weil die verkaufen ja hier sogar die Autogramme, ne? Wir müssen, bei jeder Show müssen wir so einen Stapel Autogrammkarten beschreiben. Die werden dann zu den CDs beigelegt, damit die Fans die nochmal kaufen. Das sind ja schon ein paar merkwürdige Sitten, die hier so an den Tag legen. This time, 6 times in shows of Rage and Grave Digger. All shows I saw, of course, yes, today also. Probably same as German tour, 10 times show during travel, included airplane ticket, same prices. Ja, die Reise ist sogar nach Deutschland hinterher. Letztes Jahr haben wir 10 Konzerte gespielt, da sind wir wirklich von ganz im Süden bis ganz im Norden umgereist. Da sind uns einige die ganze Zeit hinterher gefolgt. Und das ist unbezahlbar eigentlich, wenn ich mir das mal ausrechne, was die da so ausgeben. Die geben da so locker irgendwie, weiß ich nicht, über 10.000 Mark oder sowas für so einen Scheiß aus, ne? Weiß der Kuckuck, wo wir das Geld her haben, ne? Ja. Every time to lost my job but now it's okay maybe I used to wasted my summer holiday or something only for Rage tour I take the holiday so people probably bad mouthing for me but they said okay so now my time has come This time I cannot flee from this cruel fate. Yes,
Tja, wie ihr seht, wir von Rage sind immer noch in Japan. Als nächstes gibt es trotzdem wieder einen Videoclip. Eine Band, der die Szene sicher eine Menge zu verdanken hat, von vielen geliebt, teilweise mittlerweile auch gehasst. Trotz allem der neue Clip Metallica Hero of the Day. Die ersten Eindrücke von diesem Land, die Live-Shows jeden Abend sind hier wirklich super geil. Die Fans sind so was von aufmerksam, dass sie wirklich nach jedem Song, den wir gespielt haben, erstmal so 10 Sekunden irgendwie mächtig Applaus geben und dann in eine totale Stille fallen, wo erst die ersten beiden Konzerte eben gestanden haben. Was passiert jetzt? Neues, so viel Geiles, das Essen, die Mentalität, die Kultur, es ist ja alles ganz anders, fremd, unverständlich, aber es ist auch faszinierend, weil was die Japaner hier geschafft haben, mit so vielen Leuten auf so wenig Platz einfach zu leben, zu überleben und es trotzdem irgendwie noch so zu gestalten, dass es auch geil und interessant ist, ist schon super. 1018, ich habe seit einer Woche tierischen Durchfall. Ich kann nicht mehr. Ich denke schon, dass die Japaner den klassischen Metal mehr schätzen. So Begriffe wie Ehre, Stolz, das sind ja Dinge, die in der Musik schon vorkommen. Und die Japaner haben ja auch aus ihrer Kultur heraus, dieser Samurai-Kultur, können mit diesen Begriffen was anfangen. Und im heutigen Tokio ist halt wenig Platz dafür. Es ist auch wenig Platz, mal auszurasten, mal Gas zu geben, mal wirklich irgendwie den Druck abzulassen. Es ist auch kein Platz, um sich mal zurückzuziehen. Und ich denke, das ist eine Kombination, wo ein Heavy-Metal-Konzert einfach alte Werte wieder ein Stück weit, wo man das wieder erleben kann, fühlen kann. Und wo man auch einfach den Überdruck mal ablassen kann. Und das sind sicherlich zwei Gründe, warum unser Stil, der klassische Heavy Metal, eben in Japan sehr, sehr angesagt ist. Die Fans haben sich echt einen Ast abgefreut, aber sie haben die Mädels sogar bei den Balladen angefangen zu weinen. Ne? Oder dann echt mir die Pumpe dann nur noch so, ist was passiert jetzt hier so? Ne? Das konnte man irgendwie gar nicht mehr verstehen. Ne? So was wird es in Deutschland nicht geben. Ne? Hey, today is a special evening for a friend of mine. Yeah! Yeah! His name is Hidekatu and today it's his birthday! Yeah! 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 Come on, give us cream for him! Yeah! Solange wie wir hier sind, sind wir einfach für die Fans da. Das muss man einfach mal so sehen. Ich meine, ansonsten brauchen wir nicht hier hinfahren. Ne?
Und wenn man sich hier scheiße benimmt und den Fans irgendwie eine Stinkefinger zeigt und meint, man müsste hier rumprollen, dann soll man lieber in dem Land bleiben, wo man gerade herkommt. Wir sind eigentlich hier, um Promotion zu machen für Grave-Digger. Wir bekommen hier keine Gage und wir spielen, um unseren Erfolg hier zu vergrößern. Und dafür reißen wir uns kräftig den Arsch auf hier. Und Kohle, ich glaube, an Kohle hat hier irgendwie noch keiner gedacht in der Zeit, oder? Wir haben auch viel zu viel zu tun, um an Kohle zu denken, ob wir irgendwie eine Gage kriegen oder so. Völliger Blödsinn. Ja. Selbst wenn ich nochmal hier hinkomme, dann würde ich auch ohne Gage spielen. Wäre mir auch egal. Ja, ich glaube, ja, kann man so stehen lassen. So, jetzt wieder Zeit für ein Video und ich spiele für euch Rebellion von uns, von Gravedigger. Ja, wir sind langsam wieder auf dem Weg zum Flughafen. Die Leute um uns herum bleiben natürlich hier. Ich würde sagen, ihr haltet die Stellung zu Hause, bleibt clean und sauft nicht so viel. Heute sagen wir auf Wiedersehen und wir wünschen euch viel Spaß bei Monster Magnets Megasonic Teenage Warheads. Yeah.